Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute einmal zu der Forza Horizon 4 Demo. Genau wie die Resident Evil 2 Demo muss das ein, ja, einmaliges Video quasi. Ich dachte einfach, komm, einfach mal anzocken. Warum nicht einfach aus Spaß mal reinhauen? Denn Rennspiele habe ich schon immer gerne gespielt. Also, das ist jetzt nichts, kein unbekanntes Terrain für mich. Allerdings tatsächlich Forza an sich habe ich noch nie gespielt. Bisher immer, wenn man so sehen will, ein Need for Speed Main. Allerdings habe ich ab Underground 2 dann auch keinen Teil mehr gespielt. Obwohl, das ist nicht wahr. Ich habe Pro Street tatsächlich ganz kurz mal gespielt. Aber das war es dann auch tatsächlich. Und ich würde sagen, wir hauen am besten direkt mal rein. Und eine Ladezeit, das ist auf jeden Fall richtig geil, um damit zu beginnen. Aber die werdet ihr nicht sehen. Die muss nur ich ertragen. Microsoft Studios presents. Hier ist meine Vision. Jo, die Vision sieht auf jeden Fall grafisch sehr nice aus. Ich sehe ein Festival, das niemals endet. Bei dem man sein kann, was auch immer man will. Das ist nicht mehr der Urlaub deiner Träume. Das ist das Leben deiner Träume. Das ist das Horizon, das ich sehe. Das ist wirklich ganz toll. Ich zeige es dir. Willkommen im Herbst zu einem neuen Anfang für das Festival, das niemand. Heißt du Balance? Geile Teile. Freue mich immer, wenn ich die am Himmel sehe. So, und jetzt müssen wir wohl übernehmen. Den guten alten McLaren Senna. Jetzt geht's los. Direkt natürlich mit Highspeed auf die Autobahn. Spaß. So. Für McLaren Senna habe ich was ganz Interessantes gelesen. Und zwar hat sich das doch wohl irgendein YouTuber gegönnt, das Auto, und direkt zu Schrott gefahren. Na? Ich glaube, das ist bei der Lieferung quasi schon direkt zerstört. Profi auf jeden Fall. Kann mir nicht passieren. Ja. Schaden ist nämlich ausgestellt. Geil. Glaube ich zumindest. Ey! Finde ich übrigens richtig geil, wie die... Das ist Abdrängen von der Straße, du. Finde ich übrigens richtig geil, wie die Strecke nicht lädt, wollte ich sagen. Aber das liegt an mir, nicht am Spiel. Leider. Allerdings liegt das auch irgendwie an der Aufnahme, weil als ich das Spiel einmal angetestet habe ohne Aufnahme, hat alles perfekt funktioniert, muss ich zugeben an der Stelle. Also, das liegt jetzt irgendwie daran, dass ich mit Shadowplay noch aufnehme. Das ist noch eine zusätzliche Belastung. Witzig ist nämlich, ohne Aufnahme läuft das Spiel... Ach so, ja, okay. Ich dachte, ich dürfte fahren, aber... ne, ohne Aufnahme läuft das Spiel bei mir tatsächlich auf dem PC mit dieser deutlich geileren Grafik viel, viel besser. Was die CPU-Auslastung angeht, als zum Beispiel Paladins. Aber das Spiel ist ja auch nicht auf Unreal Engine 3. Beziehungsweise die Unreal Engine 3 wird nicht vergewaltigt. So. Dann wollen wir mal. Jetzt wohl im Winter. Und es, Leute, es gibt nichts Schlimmeres in Rennspielen als Eis und Schnee. Es ist grauenvoll. So. Und jetzt sind wir noch so ein hässlicher. Ich würde aber lieber den Senna fahren hier. Oder den Ferrari, den wir da überholt haben. Das wäre auch nice. Aber doch nicht so, so eine Kiste hier. Hier, guck mal, direkt die erste Kurve. Und wir müssen hier schon mehr driften als fahren, du. Ist echt unglaublich. Lass mich durch. Scheiße, ist wie dies, Alter. Die Karren schon sehe. Spaß, sind natürlich Geländewagen. SUV ist ja nur der hässliche Zwitter aus einem Geländewagen und einem normalen Altersfahrzeug. Uiuiui, das war nicht die Handbremse. Wie gesagt, auf Schnee von Eis fahren, ich hasse es. Habe ich noch in keinem einzigen Rennspiel jemals gemocht. Weil es einfach alles so schwammig ist, ne? Du schlitterst mehr, als dass du fährst. Ganz grauenvoll ist das. So, aber der erste Platz, der muss drin sein hier. Übrigens, fahren nach Checkpunkten finde ich jetzt auch nicht unbedingt geil. Weil wenn du einen Checkpunkt verpasst, bist du am Arsch. Ich meine, hier gibt es die Zurückspulfunktion. Das ist gerade in Singleplayer-Rennen natürlich äußerst praktisch, wenn man so einen blöden Checkpunkt verpasst. Von daher, mit dieser Rückspultaste funktioniert das System, habe ich auch nichts gegen. Alter, nein! Ich finde es geil, wie man hier einfach alles kaputt machen kann, so gefühlt. Egal, wo du durchfährst, alles zerberstet mehr oder weniger. So, jetzt noch einmal kurz Gas geben auf die Ziellinie. Wir können es auch umsehen. Fahren wir hier gerade auf Eis? Ja, wir fahren auf Eis, Alter. Jetzt müssen wir das diese Steuerung erklären. Gefühlt gar keine Lenkung zulässt. Ich spiele übrigens mit dem Xbox 360 Controller. Ehrlich, dieser hat sich dieser Kauf nochmal gelohnt hier. Ja.
Das Ding ist leider, was ich an dem Spiel, was sehr blöd war, ich habe tatsächlich am Anfang versucht, mit Tastatur zu steuern, hat nicht funktioniert. Das hat schon funktioniert, nur gefühlt 5 Minuten danach hat meine Eingaben nicht mehr erkannt. Hat es einfach ignoriert. Kann man natürlich auch nichts machen. Ne. So, was fahren wir jetzt? In unserem Rallye-Auto gefühlt hier. Ford Focus. RS, irgendwas. So. Was natürlich auch in Rennspielen nicht fehlen darf, sind irgendwelche Leute, die mit irgendwelchen inhaltslosen Bullshit dazwischen quatschen. Leider. Frag mich, wann der Trend gestartet ist, ne? Also. In Underground 2 fand ich das noch gut, wo sie sich nach dem Rennen mit wertvollen Informationen, mehr oder weniger wertvollen Informationen, belästigt, informiert haben, sagen wir es so. Und jetzt hier, guck mal, was soll man das sagen? Jetzt ist dieser Typ hier, der rumlabert, bla bla bla, in dem Gelände. Ich fahr da mal vor, Leute, ne? Wie überholt er mich? Uff! Wir kommen jetzt zum Steinbruch. Zum Steinbruch, so. Fliegen wir also in Zeitlupe. Und sehen, wie unser Mitfahrer abkratzt. Sehr gut. So. Wollen wir mal. Leute, das ist nicht gesund mit euren Auspiffen da. Ich glaube, das ist auch nicht legal hier. Würde ich wirklich gern rammen, aber ich glaube, es geht nicht. So. Oh, endlich mal eine Sprungchance, die wir selber fahren dürfen. Geiler Standweg gerade. Dieses komische Geräusch immer danach, nach jedem Satz, als würden wir einen Walkie-Talkie aus den 80ern verwenden. So. Und zack. Sehr schön. Bam. Ach, es sieht wirklich schick aus. Rot ist raus. Kann hier mal jemand bitte diese Helme abnehmen oder womit auch immer die kommunizieren? Alter! Zerberstet der hier das ganze, die ganze Holzhütte. Was ist los mit ihm? Dann bin wohl nur noch ich übrig. Ja, so sieht's aus. Ich knocken wir auch noch aus. Komm her, Mann! Ich hol mir dich! Ey, ich hab... Ey, Betrug! So, Sommer. die letzte Etappe hier. So, bitte sag mir nicht, dass wir jetzt BMW fahren müssen. Ich würde über den Schwarzen daneben fahren hier. Ja, los geht's. Ja, wo bleiben sie denn? Ah, wieder im Senna. Alles klar. Und dann wollen wir mal. Vor uns haben wir noch hier den neuen Bugatti. Ich habe den Namen vergessen. Veyron war der davor, wie der danach heißt, habe ich vergessen. Irgendwas mit CH. Naja. Dann wollen wir mal. So, ja, hi. Boah, Vollgas hier, Jungs. So was wollen wir noch sehen hier. Okay. Ey! Betrug! Wieso machen die eine Vollbremsung? Achso, die müssen stehen bleiben, weil die Strecke nicht lebt. Okay. So, dann haben wir noch einen Ferrari. Ah, verflucht. Die Kurve nicht bekommen. Hallo, jetzt reicht's aber. So, Ferrari F, irgendwas war das? FX, KK, FF, ich weiß nicht. Genau. So, dann wollen wir mal. Ach, die Heißluftballons, das ist echt geil. Renntrucks, komm, die will doch keiner sehen. Uiuiui. Mein Freund. FXXK, so. So, dann wollen wir mal. Tschüss. Tschüss. Wieso ist der eigentlich Erster? Das war doch voll die Billigkarre. Dich kriegen wir auch noch. Tschüss. Bam. So, wir haben ein T-Shirt bekommen. Ja, wirklich sehr toll. Ich möchte nicht kaufen. Nein, danke. Wir das mal fortsetzen, ja. Kurz zumindest. Ein Rennen machen wir nämlich noch. Und dann würde ich sagen, reicht das auch für das Video. Soll ja nur eine kurze, ja, eine Demo von der Demo sein, mehr oder weniger. So, jetzt kommt wahrscheinlich eine Cutscene, wo irgendwelche Leute uns vorgestellt werden. Ach, Flügeltüren. Ach, ne Quatsch, Flügeltüren, Scherentüren. So. Rookie. Ah, was für ein toller Name. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich irgendwen auswählen, der uns im Real Life halbwegs am ähnlichsten sieht. Das wäre dann ja wohl hier oben. Yes! Das wäre dann wahrscheinlich hier. Ja.
machen wir das. Namen hätte ich übrigens auch ändern können, damit die mich jetzt hier nicht Rookie schimpft, ne? Ich bin Kira. Aber habe ich jetzt verpennt. Du hast bei unseren Talentscouts wohl echt Eindruck gemacht. Das sieht nach einem ernsten Anwärter auf einen Platz im Kader aus. Rebecca ist ein ehemaliger Champion. Sie hilft mir bei der Leitung der Horizon-Straßenrennserie. Aufgeregt? Faszinierend. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei Horizon. Ist etwas surreal, was? Ich lasse euch zweimal das erste. Was ich surreal finde, das ist die Frage, wo dieses ganze Konfetti herkommt und warum es nicht auf dem Boden liegen bleibt. Das ist doch surreal. So, jetzt dürfen wir uns auswählen hier. So, Ford Focus RS. Jo, ich dachte, ich wäre Rennfahrer und keine Oma. Ja. Nein. Daneben. Da muss ich nicht mal rüber switchen, da sehe ich schon, dass das ein Audi TT ist und ich kann dem Wagen ehrlich gesagt nichts abgewinnen. TTS Coupé, ja, was auch immer. Und rechts haben wir noch einen Muscle Car. Irgendwas aus der Schiene Chevrolet Dodge. Wahrscheinlich irgendwie Dodge. Ach, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall aus den 60er, 70ern. Dodge Charger RT. Sag ich ja, aber wenn ich die Wahl habe zwischen diesen drei Fahrzeugen, dann nehme ich tatsächlich den Dodge Charger. Meine Güte, ja. Also, TT, da rühre ich keine 10 Pferde rein und RS, das ist mir ein bisschen zu langweilig. Gut, dann also unser erstes Rennen mit diesem Kleinod hier. Wollen wir noch mal sehen. So, das ist... Ach, ein Nummernschild, ja gut, okay, da ist natürlich klar, was wir da eingeben. Also Leute, ne, also, das ist ja wohl keine Frage. So... Suchen wir das mal kurz raus hier. Na, achso, das sind noch Zahlen. Ich dachte, das A wäre dann jetzt direkt da. So. Aber wir könnten auch Leerstellen machen, aber wozu? Ne. Und dann haben wir noch das N. Da. Praktisch, dass es genau passt, ne? So, dann wollen wir mal. Endlich sitzen wir am Steuer, du. Aber das ist keine Repräsentation von mir. Da fehlt ja mein Vollbart. Ne, also, kleiner Chef. Also habe ich dich für ein paar Veranstaltungen angemeldet. Wir ja, lauer nicht. So, jetzt dürfen wir uns hier eine Veranstaltung auswählen. Was soll denn das für eine Route sein? Hallo, guck mal, was die da geplant hat, hier im blauen Shit da. Lol, what the fuck. Aiming is da. So, wir könnten entweder hinten hinfahren oder wir fahren hier hin und ich habe da hinten, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, also. So. Gut, dann wollen wir mal. Ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit einem heftigen Burnout. Damn, son. Ja, und ab nach links. Und mit Vollgas zum Ziel. Oh, wow, ist das ein langer Weg. Dude, ey, das dauert ja ewig, bis wir da sind. Sheesh. So, Veranstaltung. Ich kann euch in dem Rennen vielleicht auch nochmal diese Rückspulfunktion zeigen. Wenn man einen Fehler gemacht hat. Weil, brauche ich ja nicht, weil ich mache ja keine Fehler. Das ist ja... So, nein. Können wir dann mal schauen. So, ja. Dodge Charger. RT hier nochmal in, seiner ganzen Glanz und Glorie hier mit einem Lauch davor. Wenn da wenigstens irgendwelche geilen, ne? Also, na, das geht jetzt hier zu weit. So, dürfen wir dann nochmal anfangen? Ah, dieser Kühlergrill, ne, das ist schon eine ganz markante Form. Da merkt man einfach diesen Flair der alten Muscle Cars. Ist ja mit heutigen nicht zu vergleichen. So, das ist jetzt schon die zweite Umdrehung. Ah, jetzt geht's wohl los. Gut, mein Jung, steigst du ein, drin fährt sich's besser. Und ich kann nichts machen. Okay, ich darf mich erst bewegen hier, wenn sie fertig gelabert hat. Autotune können wir bestimmt machen, aber das führt jetzt ein bisschen zu weit hier. Und ich glaube, mehr als Sachen einstellen kann man da auch nicht. Das ist jetzt kein Underground 2 Tuning, wo du erstmal kurz deinen ganzen Wagen ummodellierst. Das ist einfach nur so kurz. Okay, Tobi Van Kenobi. Ich finde es immer witzig, wenn man gegen Bots spielt und die dann so einen Namen, die dann so einen Namen bekommen, als wären es echte Spieler. So, aber hier ist es ja nochmal eine Stufe, gerade extrem, wenn ich das so sehe. Tobi Van Kenobi 08. Oh, ja, geil, direkt der erste Crash. Komm mal. Da zeige ich euch das mal. So, wir spulen zurück. Sagen, wir wollen von hier weitermachen. Ja, wollen wir. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel die Vollbremsung einlegen und den Crash vermeiden. Allerdings würden wir dadurch erstmal extrem Rückstand erleiden. Aber das holen wir alles auf. Das sind schließlich nur Bots.
und Bots, Minions, meine Jungs, was auch immer. Oh Gott, Bots sind nur Schwierigkeiten. Die können alle nichts, die können alle nichts, aua. Ich bin schon die Waren zu Schrott gefahren. Aber was soll ich denn noch machen, wenn die mir keinen Platz lassen hier, ne? Da muss man sich doch vorbeidrängen. Hallöchen, meine Freunde. Ich wollte dann mal überholen. Genau, wir machen das auf die linke Tour. Ganz easy. So. Jetzt ein bisschen Vollgas hier, ne? Ein bisschen Offroad. Ach, ihr kennt das. Bam, der Drift. Oh Gott. Das sah einfach aus, als würde da jetzt voll die harte Kurve kommen, weil das so richtig so Warnplanken waren. Aber nö. Kein Bock. Perfekt. Es ist so ungewohnt, mit dem Controller Rennspiele zu spielen, ohne Witz. Ich bremse zu hart, kann das sein? Offensichtlich nicht hart genug. Wie der nächste Kurvencrash bewiesen hat. So, aber das sieht doch sehr gut aus. Ich kann die Gegner auf der Karte schon nicht mal mehr sehen. Die können doch alle nix. Dieser Drift! Nein! Der Wandkontakt. Schade. So, dann wollen wir mal weitermachen. Geradeaus, das Ziel ist schon in Sichtweite. Dann machen wir noch eine kleine Handbremsendrehung hier. Und, okay, Rennen ist direkt vorbei. Ach ja, der Name kommt übrigens von Mixer. Keine Ahnung, ey. Ich musste mir ein Microsoft-Konto machen, damit ich im Mixer mitfahren darf. Mitfahren, alles klar. Wenn ich mir einen Mixer da so die Punkte kriege und so, ihr wisst Bescheid für Paladins. Und da habe ich einfach irgend so einen Namen zugewiesen bekommen. Irgend so einen random. Und ja, hier bin ich nun, ne? Aber man merkt schon, die haben sich echt Mühe gegeben, wirklich so alle möglichen Arten von Usernames da aufzuzeigen. Oder hat man die normalen Namen, wie Pailosu, so Leute, die kreativ sind und sich einfach normale Namen geben. Dann die, die Sachen klein schreiben am Anfang, sich irgendwelche Wortkombinationen zusammensetzen, Zahlen hinten ranklatschen, man kennt das ja. Und natürlich auch die Leute, die irgendwelche englischen Wörter einfach als Namen nehmen, ne? Wanting Archer 87. Wo ist das? Aber, Leute, wenn sich jeder einen eigenen kreativen Namen geben würde, so viel Kreativität gibt's gar nicht. Das wäre ja schlimm. Außerdem gibt's ja auch coole englische Wortkombinationen. Wie zum Beispiel, fällt mir gerade wirklich niemand ein, nur. Ich glaube, fing mit O an, hört mit Empire auf, aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Naja. Du bekommst eine Einladung für die nächste Runde der Horizon Straßenrennserie. Also jetzt kriegen wir 20 Milliarden verschiedene Punkte und Einfluss. Das ist wahrscheinlich dann sowas wie mein Ruf. Geiler mein Ruf ist, ne? Das ist so härterer Ficker. Fahrer bin ich natürlich. Deine automatisierte natürliche Navigationsassistentin. Ich zeige dir, was du auf dem Festival machen kannst und helfe dir dabei, Aktivitäten in ganz Großbritannien zu finden. Okay. Drücke nach unten, um Anna zu fragen. Ja, da brauche ich nicht drücken, das kann ich auch so machen. Anna, zeig mir den nächsten Weg zu McDonald's. Hallo, ich habe nach unten gedrückt. Hallo! Ah, jetzt. Hat ja gar nicht lange gedauert, bis es mal reagiert hat. Ich habe deine Route zu einem neuen Rennen in der Horizon Straßenrennserie bestimmt. Schick, cool. Hallo, Rookie. Folgende Horizon-Sender sollte. Ach, jetzt stellst du mir noch das Radio vor. Horizon Pulse, Horizon gut. Arena. Ich werde das nächste Rennen aber nicht machen, Leute. Wir machen jetzt hier eine kurze Kehrtwende. Bam. Nice. Und dann würde ich sagen, parken wir hier. Können nochmal meinen Dodge Charger hier bewundern. Und dann war es das von diesem kleinen Einblick in die Forza Horizon 4 Demo. Wer auf Autos steht, ich glaube, für den ist das Spiel einfach hervorragend, weil es gibt unfassbar viele verschiedene Autos. Es gibt eine richtig geile Grafik. Also, ehrlich. Wer da Bock drauf hat, Leute, ich glaube, ein bestes Rennspiel werdet ihr im Moment wahrscheinlich sogar kaum finden. Zumindest nicht bei Need for Speed, das könnt ihr vergessen, die neuen Teile, das ist Bullshit. Und ich habe zumindest bisher nichts Vergleichbares gesehen. Das war's von dem Video, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.